Ja, hi Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von mir. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich von Nevox euch die APX S1 vorgestellt habe. Das war alles ein bisschen durcheinander. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass Nevox die Geräte hier erstmal in den deutschen Markt kriegen wollte, weil die, wie heißt sie, C1, die ich euch heute vorstelle, die hatte ich schon viel früher. Ja, die habe ich jetzt tatsächlich schon ewig. Ich hatte damals auch noch ein ähnliches Gerät. Ich weiß gar nicht mehr, ob das C1 war. Also von Nevox hatte ich letztes Jahr ja einige Geräte bekommen. Bekannt ist es ja eigentlich durch die vielen X. Das war ja tatsächlich so ein Pod-System. Ich verlinke euch das Video hier oben auch nochmal. So ein Pod-System mit mehr Leistung. Ne? Und ist ja auch ziemlich gut bei euch angekommen. Ja, dann kam die C1. Dann hieß es von Nevox-Seite, brauchst du nicht zeigen, weil die wissen gar nicht, ob die auf den deutschen Markt kommt. Dann kam ja zwischendurch die APX, ne? Die APX S1. Das ist ja das einfachste Pod-System, aber eben auch das kleinste. Also ich kann vielleicht mal hier die Geräte mal so daneben halten. Ja, und jetzt so als letzte von den Geräten, die ich so kenne, die C1, die ich aber wiederum schon davor hatte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht schon, die hat hier so eine Blinky-Spielerei drin. Kann man aber ausschalten, zeige ich euch gleich. Wir gucken uns zuallererst mal an, wie das Gerät daherkommt. Ich glaube, 25 € ist es angekündigt, wenn es im Mai auf den deutschen Markt kommt. Also in den Shops ist es da schon gelistet. Genau, und dann gucken wir mal, dass ihr wisst, was euch erwartet, wie die Verpackung aussieht, was in der Box ist, wie das Gerät aus der Nähe aussieht. Und dann sehen wir uns wie immer im Nachgang, quatschen nochmal kurz über das Gerät und dampfen es mal. Also bis gleich hier unten. So, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Ja, was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal bei Nevox, was ich persönlich immer ganz geil finde? Und zwar ist das oder sind das diese Mundstücke aus, ja, aus Gummi, aus Silikon? Hatte ja damals die Philin X auch schon, dass gerade wenn man mit den Zehen hier so rankommt, dass das ja wie Gummi ist. Also die haben das nochmal so leicht abgesetzt. Hier unten ist ein harter Kunststoff, dann ist so ein Gummikunststoff irgendwie so damit verbunden. Also ziemlich cool vom Mundgefühl. Und das hatte ich ja damals auch schon bei dem Gerät gefeiert. Also von daher Pod-Systeme, die sich besonders gut im Mund anfühlen. So kann man es, glaube ich, sagen. Ansonsten nichts wirklich Spektakuläres. Im Gegenteil. Also als ich das Gerät wirklich das erste Mal in Benutzung hatte, und das war schon im letzten Jahr, weil ich habe zwei Geräte davon, bin ich mal nachts Auto gefahren und dann dachte ich mir, oh, das kannst du jetzt echt nicht sein. Ne? Da hatte ich nämlich die Situation, dass es wirklich stockdunkel war und im Winter wird es ja früh dunkel. Und dann sitzt du abends irgendwie 18, 19 Uhr im Auto, fährst nach Hause, ziehst an dem Gerät und dir blinkert auf einmal alles so voll in die Fresse, weil ich hatte auch noch die LEDs so nach oben gehalten. Und die sind wirklich richtig hell. Also damit kann ich, wenn ich nachts im Dunkeln mal pinkeln muss, kann ich so dran ziehen und kann zu Hause, brauche kein Licht anmachen, kann mir meinen Weg ausleuchten. Ja, also wirklich
krass die LED ist. Und ich glaube, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber glücklicherweise kann man die LEDs ausschalten. Bevor wir das aber tun, will ich noch mal ganz kurz hier die Spezifikationen durchgehen, weil die stehen hier auch in dem Beipackzettel oder in der Bedienungsanleitung ganz gut drin. Also überhaupt können wir mal kurz die ganzen technischen Details durchgehen. Also wir haben eine Tankkapazität, die ist angegeben mit 2,8 Millilitern. Ihr erinnert euch vielleicht, viele Pod-Systeme da draußen haben nur 2 Milliliter. Also 2,8 ist tatsächlich auch ganz gut. Dann haben wir eine 1 Ohm Kantalcoil. Das ist die SPL10 Mesh Coil. Ja, die heißen alle SPL10. Und dann die 0,6 Ohm Kantal Mesh Coil. Genau, also 1 Ohm und 0,6 Ohm. Ich habe jetzt gerade die 0,6er hier drin. Ich kann sagen, die schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe jetzt nicht das beste Liquid hier drin, muss ich auch ganz klar sagen. Diese Fuse Liquids sind okay, sind jetzt aber auch nicht die geilsten. Das sind so Liquids von der Tankstelle. Material PC plus ABS, 37 Gramm, also auch schön leicht. Ne? Man hat auch ein wirklich wertiges Gefühl. Also ich habe hier nicht das Gefühl, ich habe irgendeinen billig Scheiß in der Hand, obwohl das Gerät komplett aus Kunststoff ist. Macht es wirklich von der Wertigkeit einen guten Eindruck. 10 bis 30 Watt, abhängig natürlich von Widerstand und so. 3,3 bis 4,2 Volt. 1000 mAh Stunden haben wir in dem kleinen Gerät hier verbaut. Ja, das ist tatsächlich sportlich, ziemlich gut. Dann 107 x 22 x 18 mm. Wir können mit 2 Ampere den Akku aufladen. Das heißt, der ist auch ziemlich schnell wieder voll. Hier steht was von 50 Minuten, also unter einer Stunde. Und Zugabschaltung nach 10 Sekunden. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, aber ihr habt es ja gesehen, es gab ja auch noch diese kleine Karte hier mit dabei. Da sind auch noch mal alle Coils aufgeführt. 04, 06, 08 und 1 Ohm. Ja, diese hier. Die gibt es optional. Ich denke mal, das wird jetzt alles auch in den Shops kommen. Die 1 Ohm Coil habe ich auch ausprobiert. Die ist auch tatsächlich ganz gut. Die haben ja auch nochmal eine Empfehlung für verschiedene Nikotinarten und Stärken aufgeführt. Und zwar bei der 1 Ohm Coil 10 bis 50 Milligramm Nikotin. Also international gesehen natürlich. Bei 50 Milligramm dann aber Nixhalt, ganz klar. 0,8 Ohm bis 35 Milligramm, also die beziehen sich hier tatsächlich auf Nixhalt. 0,6 Ohm bis 25 Milligramm und 0,4 Ohm auch bis 25 Milligramm. Ja, also wie gesagt, der Bezug ist hier tatsächlich auf Nikotinsalzen und nicht auf normalem Nikotin. Ja, ich will euch mal zeigen, wie ich hier die LEDs ausschalte, weil das ist doch eine ganz schöne Blinky-Spielerei. Wenn man die LEDs ausschalten möchte bei diesem Gerät, dann schaltet man das Gerät ab. Ich ziehe dazu mal den Pod ab. 1, 2, 3, 4, 5. Dann macht man einen Dreiklick. 1, 2, 3. So, dann komme ich in einen anderen Modus. Ich glaube, dann blinkert das nicht, sondern leuchtet dauerhaft. Jetzt muss ich das Gerät wieder anschalten mit einem 5-Klick. 1, 2, 3, 4, 5. So. Genau, jetzt leuchtet es dauerhaft. Grün da oben, das ist übrigens meine Akkustandsanzeige, also grün, blau, rot, glaube ich war es. Ja, grün, blau und rot, hier steht es auch. Blau ist 30 bis 70, grün ist 70 bis 100 und rot ist 30% Akkukapazität. Also das ballert übrigens hier auch ordentlich, ne? Von den LEDs, wenn ich so auf dauerhaft habe. Und wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, so, wird das auch bestätigt, ihr seht es. Und jetzt wieder anschalten, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich diese LED-Blinky-Spielerei ausgeschaltet. Jetzt leuchtet tatsächlich nur noch die Akku-Status-LED grün in dem Fall, also mein Akku ist noch voll. Ja, also, eigentlich ein ganz schönes Gerät. Gibt es nicht viel zu meckern, hält auch bei mir dicht. Ja, wie gesagt, ich habe noch ein Zweitgerät zu Hause. Das habe ich jetzt hier fürs Review und Unboxing frisch aufgemacht. Ich kann nicht klagen, ich kann nicht meckern. Also es ist jetzt kein Gerät, was mich jetzt ultra vom Hocker haut, wo ich jetzt sage, wow. Ne? Ich habe momentan tatsächlich ein anderes All-Day-Gerät, ihr wisst es, von einem anderen Hersteller. Das ist jetzt ein Pod-System, es ist wirklich gut, es ist hier wirklich solide, es gibt nichts Schlechtes darüber zu berichten, ja, bis auf diese LEDs, die mir tatsächlich auf den Sack gingen. Und glücklicherweise kann man das ausschalten.
Hätte man das nicht ausschalten können, hätte ich gesagt, vergesst es. Ja, aber man kann es tatsächlich ausschalten und dann ist auch gut. Ja, und wer auf sowas steht, ich habe ja mal gehört, in der Disco sollen wohl Leute auf so Blinky-Spielereien stehen. Ja, also keine Ahnung. Ich gehe nicht mehr in Discos, war schon ewig nicht mehr da. Ja, ansonsten, wir haben hier so ein transparentes Design. Das ist halt auch irgendwie gerade Mode. Ne? Macht ja der ein oder andere Hersteller momentan ebenso. Ja. Da an der Seite ist der USB-Typ-C-Anschluss. Ich kann sehr, sehr gut den Liquid-Stand ablesen. Füllvolumen ist gut. Mundstück ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also von daher, ja, wirklich durchweg eigentlich ein gutes Gerät mit einer großen Auswahl an Coils. Wenn es für 25 Euro kommt, ist es auch ein guter Einstiegspreis. 1000 mAh Akkukapazität. Kommt man auch eine Weile mit hin. Also wirklich gute Features, wie ich finde. Und wie gesagt, also bis auf diese LEDs, wo sich irgendein Entwickler ausgetobt hat, gibt es eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Und dampfen tut es auch ganz ordentlich. Ich kann übrigens noch mit 3 Klicks hier die Leistung einstellen. Ja, also 1, 2, 3, eine. Ich merke da aber irgendwie immer nicht so viel. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3 LEDs. Ach, und was ich auch noch vergessen habe, Airflow kann ich auch wieder, indem ich den Pod drehe, straffer machen. Obwohl mir das hier bei so höherohmigen Pods nicht so taugt. Das muss ich dazu sagen. Also beim 1-Ohm-Pod macht es wirklich Sinn. Aber hier bei dem, was habe ich jetzt drin, 06er? Bei dem 06er macht es keinen Sinn, weil da will ich ja die Luft haben. Also da ist dieses verschlossene, also da ist diese verschlossene Airflow nicht wirklich optimal. Weil die Coil meines Erachtens nicht wirklich für MTL ausgelegt ist. Also wie gesagt, dann eher bei der 1-Ohm-Coil, bei der 06er sollte man die Airflow komplett offen lassen. Gut, dann bin ich erstmal raus. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann bis dahin. Tschüss.